Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Kompakt, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute unter anderem mit unserer Nachlese zur Europawahl und mit exklusiven Tipps zur Fußball-EM in Deutschland. Heute zu Gast bei den Wochentestern Volker Angres. Klimajournalist und fast 32 Jahre lang Leiter der Umweltredaktion des ZDF. Jemand, der irgendetwas, was nach Klimaschutz aussieht, in Frage stellt oder vielleicht sogar eine kritische Frage sogar stellt, der muss damit rechnen, dass er auf die Finger geklopft kriegt, von wem auch immer. Und wenn das der Chefredakteur in dem eigenen Haus ist, der aus irgendwelchen Gründen lieber den Mainstream mag, weil es vielleicht mehr Klicks im Internet bringt, so, dann habe ich da natürlich ein Problem. Also, ich will mal sagen, das journalistische Selbstbewusstsein bei vielen Medien hat stark gelitten. Und das ist nicht nur für das Thema, was wir gerade besprechen, ein Riesenproblem. Das ist für unser Land, für unsere Demokratie generell ein Problem, wenn wir einfach sehen, dass die Journalisten nicht mehr in der Form nachfragen, recherchieren, wie es eigentlich ihr Auftrag wäre. Also da persönlich mache ich mir große Sorgen an der Stelle. Arne Semsrott, Politikaktivist und Leiter der Transparenzinitiative Frag den Staat. Vor 5 Jahren bei den letzten EU-Wahlen waren die Grünen in Deutschland zumindest noch in der Opposition und jetzt tragen sie Regierungsverantwortung. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen, viele junge Leute nicht mehr die gleiche Glaubwürdigkeit den Grünen zusprechen, wie es noch vor 5 Jahren der Fall war. Und da ist es natürlich für eine Oppositionspartei deutlich einfacher, etwas zu versprechen und gerade auch in einer Situation der multiplen Krisen über einen Angstwahlkampf, über sehr leichte Versprechen, Leute zu sich zu locken. Und wir haben aber auch insgesamt einfach Diskurse in der Gesellschaft, die Leute Richtung AfD tragen. Und das ist in der gesamten Gesellschaft zu sehen, aber macht natürlich auch vor jungen Leuten keinen Halt. Uli Potowski, Sportreporter, Sportmoderator und Ex-RTL-Sportchef. Es hängt, und das ist eine Binsenweisheit, komplett von der Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft ab. Wird es sportlich, inhaltlich eine gute EM, wird das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Wehe aber, die spielen so wie zuletzt in Mönchengladbach in der ersten Halbzeit gegen Griechenland. Was ich aber nicht erwarte, das wird ein ganz anderes Spiel werden gegen die Schotten. Und ich bin auch relativ optimistisch. Und ich bin gerade so ein bisschen quer durch Deutschland unterwegs. Und das ist sehr interessant, so die unterschiedlichen Stimmungen wahrzunehmen. Bin jetzt gerade hier in Ostwestfalen. Und hier ist man ganz dick bei der EM dabei, weil die Franzosen haben hier ihr Quartier und die Portugiesen. Das ist unglaublich, welchen Run es gibt auf die Tickets, Achtung, für das öffentliche Training. Eigentlich sind diese Tickets ja umsonst. Die wurden auch gratis verteilt. Und was passiert? 2 Tage später sind sie im Internet und dann kostet plötzlich ein Ticket für ein öffentliches Training 200 Euro, also wenn das kein EM-Fieber ist. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Der Fall der deutschen Grünen hat eine der wichtigsten US-amerikanischen Zeitungen nach der Europawahl getitelt. Das Wall Street Journal sieht das Wahlergebnis in Deutschland als Flucht vor linken Parteien und beschreibt die Grünen als größten Verlierer der Abstimmung. Mit einem Ergebnis von
11,9% haben die Grünen 9 Sitze im Europaparlament verloren. Wolfgang, die gesamte Ampelregierung ist für ihre Politik abgestraft worden, doch die Grünen hat es besonders hart erwischt. Hat die Ökopartei mit tiefgrüner Politik, zum Beispiel beim Heizungsgesetz, überzogen und damit dem Klimaschutz sogar eher geschadet als genützt? Das Verständnis und Bewusstsein für mehr Klimaschutz ist doch im Moment irgendwie im Keller. Das würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Aber die Frage, was unternehme ich jetzt mal als Gesellschaft, auch als Gesetzgeber, um den Klimawandel zu stoppen? Was ist die richtige Wahl? Das ist was anderes. Also jetzt nicht Wahl im Sinne von Wahlkabine, sondern bei den politischen Alternativen. Was ist richtig? Was ist fragwürdig? Was ist falsch? Beispiel, wenn man beim Heizungsgesetz gesagt hätte, wir gehen mal einen Gang zurück, nur für Neubauten, wäre die Akzeptanz schlagartig höher gewesen, als wenn man das der gesamten Bevölkerung überstülpt. Übrigens mit riesigen Problemen für ältere Hauseigentümer, die ja eines Tages gezwungen worden wären, andere Heizungen einzubauen, was ja mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden gewesen wäre, selbst wenn es staatliche Förderung gegeben hätte. Und dann geht der Unglücksrabe Robert Habeck auch noch hin und sagt, also das war ja jetzt nicht ganz ernst gemeint, es war ja ein Experiment, wie weit wir die Bevölkerung bei mehr Klimaschutz mitnehmen können. Ja, da fassen sich natürlich viele an den Kopf und sagen, Moment, das ist Politik, Bundestag, Bundesregierung, das ist ja kein Experimentierbaukasten, wo jeder mal was ausprobieren darf. Auf Kosten der Bevölkerung. Ich habe ihn nur zitiert. Das hat er ja tatsächlich gesagt. Das kann man ja auch nachlesen und sich im Bild ansehen. Und von den drei Parteien hat keine Partei die politische Tagesordnung der ersten zwei Drittel der Wahlperiode des Bundestages so bestimmt wie die Grünen. Ja, dann darf man sich auch nicht wundern. Ist das Publikum unzufrieden mit der Performance der Regierung? Trifft es auch am ehesten die Grünen? Vielleicht noch ein Hinweis, weil man das schön verbinden kann, die Frage Klimaschutz, Wahlergebnis und. Ich war gestern in der Gemeinde Niederzieher. Wem Niederzieher nicht sagt, obwohl Niederzieher eigentlich bundesweit bekannt sein müsste, vielleicht weniger wegen des Namens Niederzieher, sondern wegen des Namens Hambach, Hambacher Forst. Dort entsteht ja, gut, das dauert jetzt ein paar Jahre, genauer gesagt ein paar Jahrzehnte nach dem Ende des Tagebaus, Deutschlands zweitgrößter See, behaupte mal, das ist weitestgehend unbekannt. Dieser See wird größer sein, wenn man das Loch gefüllt hat mit Rheinwasser, als zum Beispiel der Chiemsee. Und dort hat es ja über Jahre heftigste Auseinandersetzungen gegeben. Ja, wird ja oft beschrieben mit gewaltfreier Widerstand, ziviler Ungehorsam und was da alles für Plakatierungen gibt, für auch gewaltsamen Widerstand gegen die Räumung der Camps. Ja, da hat der Bürgermeister gestern mal erzählt, was zum Beispiel die dort im Einsatz befindlichen Polizeikräfte sich alles anhören und antun mussten. Und da kann man sich ja mal das Ergebnis bei der Gemeinde Niederzieher, der Hochburg der Umwelt- und Naturschutzbewegung, ansehen. Achtung, dass im ländlichen Raum die CDU ohnehin stärkste Partei ist, das kann man unterstellen. Achtung, Grüne unter 7%, AfD 19%. Und zwar schlagartig nach oben. Und ich glaube nicht, da können mir Politologen, Soziologen sagen, was sie wollen. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde Niederzieher einen Anteil von Nazis von 19% hat. Da wird es einige darunter geben. Leider oder mit Sicherheit, die da ihr Kreuz machen, weil die Höcke AfD so drauf ist, wie sie drauf ist. Aber doch nicht alle. Da wird auch viel Protest dabei gewesen sein. Und wer glaubt, dass jetzt sozusagen die gesamte Umgebung niederkniet vor den Umweltaktivisten, dass sie sich mitgenommen fühlen, der kann sich ja mal das Wahlergebnis der Grünen dort ansehen. Es waren vor allem die jungen Wählerinnen und Wähler, die bei der Europawahl AfD gewählt haben. Mit 16% liegt die AfD mit der Union fast gleich auf. Die hat dort in diesem Spektrum 17% erzielt. Christian, ist es nicht ein bisschen schlicht, wenn wir den AfD-Erfolg bei den Jungen nur oder ausschließlich bei TikTok suchen und dem Auftritt der AfD dort so unter der Überschrift »Sei schlau, wähl blau«? Denken die in Teilen auch wirklich rechtsextrem, die jungen Leute? Wolfgang, du hast ja gerade die Zahlen schon genannt. 16% der Jungwähler haben die AfD gewählt. Das ist ja genau
die gleiche Prozentzahl wie bei den älteren Wählern, also bei den Nicht-Erstwählern. Und insofern ist das ja eigentlich nur repräsentativ. Warum sollen die Jungen anders wählen in der prozentualen Betrachtung als die Älteren? Ich glaube, es war eine absolute Fehleinschätzung der Grünen, der Linken und der SPD, das Wahlalter auf 16 Jahre herabzusetzen, in der Hoffnung, dass die jungen Menschen dann grün und links wählen. Ich glaube, da hat man nicht wirklich hingehört und nicht hingeschaut. Oder es hat sich in den letzten, was ja noch dramatischer wäre, in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren so rapide geändert, dass die jungen Menschen sagen, wir wissen gar nicht mehr wohin, mit was und wo und wie. Und man war erfolgsbesoffen von Fridays for Future. Nochmal Klammer auf Klammer zu. Ich finde diese Bewegung großartig, dass sich die jungen Menschen da so engagieren und so darauf hinweisen, dass wir handeln müssen. Aber man dachte, das sind alle, die das so sehen. Und viele der Jungen brauchen auch Sicherheit, brauchen einen Rahmen, in dem sie sich bewegen können. Und den suchen sie. Und ich glaube, dass der Freischwimmer mit 16, 17, 18 viel schwerer zu erlangen ist, der politische Freischwimmer, als man das doch irgendwie denkt. Und natürlich ist TikTok ein Medium, aber TikTok ist nicht schuld daran, weil wenn es von TikTok kommt und dann kommt es von den Chinesen und dann haben wir wieder jemand Böses, der eigentlich sich da einmischt. Nee, das wäre viel zu einfach gesprungen. Und Wolfgang, sind wir mal ehrlich, du bist ja noch 5 Jahre älter als ich. Aber wir beide haben die APO-Zeit miterlebt und gesehen. Und es war ja nicht nur diese Zeit, es gab immer. Wir Jungen und jetzt Alten haben auch revoltiert, sei es die langen Haare, sei es Rauchen, sei es die Flower Power Hippie-Zeit. Es ist das Recht der Jugend zu protestieren und dagegen zu sein. Und wenn jetzt da so dieser Trend ist, der uns eigentlich als Älteren nicht gefällt, dass 16% der Jugendlichen AfD wählen, müssen wir uns natürlich verstärkt den jungen Menschen zuwenden und schauen, was ist das? Und wir müssen sie ernst nehmen in ihren Bedürfnissen, in ihren Ängsten und in ihren Wünschen und nicht einfach drüber hinweggehen und denken, ja, alle wollen den Change, alle Jungen wollen kein Auto mehr fahren, alle Jungen fahren lieber mit dem Zug in Urlaub als mit dem Flieger. Das sind die einfachen Antworten. Ich glaube, dass wir die Zukunftsängste der jungen Menschen ernst nehmen müssen und denen dann zeigen, dass die Parolen der AfD viel zu simpel sind und dass die AfD mit Sicherheit nicht die Partei ist, die die Zukunftsängste der jungen Menschen irgendwie schultern kann, auf sich nehmen kann und sagen, wenn ihr uns wählt, dann müsst ihr euch um die Zukunft, um Gesundheit, um Rente, um Sicherheit überhaupt keine Sorgen mehr machen, weil wir regeln das für euch. Und das ist der Angriffspunkt, den wir da unbedingt im Fokus haben sollten. Ich habe dazu mal eine Nachfrage, ist vielleicht auch eine These. Kann es sogar sein, dass sich 16-Jährige vielleicht in ihrem Wahlverhalten dann doch viel mehr an den Eltern orientieren, als man das jetzt so denken mag? Also wenn wir jetzt feststellen, 16% AfD, bei den Grünen waren es bei den Jungwählern 11. Das liegt auch ungefähr so auf dem Niveau, auf dem die Erwachsenen 11,9% gewählt haben. Die FDP liegt bei 7%, das ist auch ungefähr das Erwachsenenniveau. Einzige, was auffällt, ist, dass SPD mit 9% deutlich unter dem Erwachsenenniveau liegt und die Union mit 17% nicht die 30% geholt hat, wie bei den Erwachsenen. Also werden da überhaupt so eigenständig Wahlentscheidungen von den ganz Jungen schon getroffen oder ist das eine Orientierung an dem, was man so mitkriegt bei Älteren? Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Wenn es Revolte ist, dann wird man sich ja nicht an den Eltern orientieren. Wenn es Orientierung an den Eltern ist, dann ist es ja keine Revolte, sondern eher Angleichung. Noch muss man ja nicht auf den Wahlzettel schreiben. Sie müssen schon erklären, warum Sie denn Ihr Kreuz an dieser Stelle gemacht haben. Ja, ja. Ich tippe mal, es ist wie immer ein Bündel. Es wird nicht wenige geben, die sich an dem orientieren, was Papa und Mama sagen oder empfehlen. Ja, da möchte ich auch was dazu sagen. Im Hause Rach haben wir immer auch am Esstisch über Politik diskutiert, auch über Wahl diskutiert und wie jeder das einschätzt. Ich weiß aber nicht, ob das gang und gäbe ist in vielen Familien. Man hat früher
jedenfalls Wolfgang, in unserer Generation, haben die Eltern nicht über Geld gesprochen. Was verdient der Papa? Damals war es nur der Papa, der das Geld eigentlich verdient hat, in den meisten Fällen jedenfalls. Es wurde ein Geheimnis darum gemacht und um die Wahl wurde ein Geheimnis gemacht. Ich kann es aus meiner Warte nicht einschätzen, inwieweit es heute Common Sense ist, dass man zu Hause auch über Politik redet und was jeder in der geheimen Wahl, in der Wahlurne an dem Wahlsonntag dann wo für ein Kreuzchen macht. Bin ich mir nicht sicher, ob das Gespräche sind, die offen und ehrlich mit den 12-Jährigen, 13-Jährigen, 18-Jährigen zu Hause geführt werden. Insofern ist es aber die Frage, lieber Jochen, die du gestellt hast, eine spannende Frage, wo ich gerne dann auch die von vorhin von Wolfgang beschimpften Soziologen und Politikwissenschaftler mal dazu hören würde, wie die das einschätzen. Und wenn sie nicht nur in Berlin oder in Hamburg oder in Köln die Umfragen machen. Kommen wir zur Zweiteilung in diesem Land. Wolfgang, Deutschland in Schwarz-Blau und wieder zweigeteilt. So könnte man ja natürlich das Wahlergebnis der Europawahl in einem Satz zusammenfassen. Im Westen ist die Union die stärkste Kraft, bis auf wenige grüne Hochburgen. Im Osten dominiert die AfD. Und wem das dann zu abstrakt ist, was mich wirklich beeindruckt hat, die Grafiken, die man dann am Tag nach der Wahl überall in den Zeitungen oder in den Medien gefunden hat, das ist schon eklatant. Oder beeindruckend zu sehen, wenn man Farben einsetzt, so wie wir ja die Parteien charakterisieren. Blau ist AfD, schwarz ist die CDU, rot ist SPD, grün die Grünen und FDP ist gelb. Und wenn man diese Farben dann auf unser Land legt, dann ist es schon wahnsinnig eindeutig, was man da sieht. Wenn ich sehe, dass der ganze Osten blau ist, der ganze Westen, bis auf diese paar Punkte, ich habe es gerade beschrieben, gibt es ein paar grüne Sprenkel, schwarz ist, dann stellt sich mir natürlich die Frage, was rätst du, Wolfgang, den etablierten Parteien? Und damit meine ich auch die CDU, damit der Osten nicht blau bleibt oder sogar weitergedacht, dass das Blau nicht komplett überschwappt, auch auf den Westen. Dass wir brauchen vermutlich eine starke Sozialdemokratie. Ich meine, dass sich der Kanzler jetzt so wegduckt und null Kommentar macht, erschreckt mich persönlich als politisch interessierten Mensch natürlich wahnsinnig. Was rätst du denn den Parteien? Also zunächst mal, ich war ja überrascht über die Reaktion des Kanzlers, der ja mit plakatiert wurde mit Katharina Barley. Die waren ja beide gleich groß auf den Plakaten, ist ja gefragt worden vor laufenden Kameras. Herr Bundeskanzler, möchten Sie das Wahlergebnis kommentieren? Antwort, nö. Gut, das war ja jetzt auch aussagekräftig. Hätte die SPD zugelegt, wäre mit Sicherheit ganz vorne auf der Bühne zu sehen gewesen. Aber so ist es nun mal. Rat erstens, nein. Nicht in der Sprache oder gar in politischen Forderungen an der AfD anlehnen oder gar sich dort dienen, sondern klare Kante, ohne die Wählerinnen und Wähler der AfD zu beschimpfen. Das war noch nie ein Erfolgsmodell. Deswegen fand ich auch, das war mir zu undifferenziert vom SPD-Co-Vorsitzenden Klingbeil, dass es in der AfD Nazis gibt. Stramme, die man auch als solche bezeichnen darf. Ja, alle Mitglieder, alle Wählerinnen und Wähler Nazis, auch die über 500.000 sind, das wissen wir durch die Wählerwanderungsanalyse, von der SPD zur AfD gegangen. Jetzt plötzlich alle Nazis geworden, die früher SPD gewählt haben. Das ist mir ein bisschen zu schlicht, also klare Abgrenzung. Dann mal die Motive ernst nehmen. Warum machen die Menschen dort das Kreuz? Da wird es Überzeugungstäter geben. Nicht obwohl, sondern weil es sich um eine rechtsradikale Partei handelt, mache ich da mein Kreuz. Übrigens, ich empfehle mal ein fettes Sachbuch. Ich muss zugeben, je dicker das Buch, desto schwerer tue ich mich. Lohnt sich aber, Bernd Wagner, Rechtsradikalismus in der Spät-DDR. Es gibt ja immer die Erzählung antifaschistischer Schutzwall. In der DDR gab es keine Rechtsextremisten. Ganz großer Blödsinn. In der Proportion zur Bevölkerung war der Rechtsextremismus jedenfalls in der Spät-DDR ausgeprägter als im Westen der Republik. Die sind ja nicht alle weg durch den Fall der Mauer, durch die deutsche Wiedervereinigung. Aber es gibt auch viele Wählerinnen und Wähler, die aus Protest dort ihr Kreuz gemacht haben. Über Migration wird wesentlich kritischer in den neuen Ländern gesehen als in der alten Bundesrepublik, was einigermaßen kurios ist, weil der Ausländeranteil in den neuen Ländern deutlich unter dem in den alten Ländern liegt. Trotzdem viel kritischer und kümmern vor Ort. Politik beginnt nicht in Berlin, Politik beginnt immer vor Ort. Welches Angebot haben die Parteien vor Ort, um
das Leben der Menschen etwas besser zu gestalten. Das ist genau das, was das Publikum von der Politik erwartet. Nicht nur einigermaßen unfallfrei reden, auch gut zuhören können und helfen da, wo man helfen kann. Dieses Kümmern vor Ort um die Menschen, das sollte man nicht so gering schätzen. Darf ich eine Nachfrage stellen? Du hast das mit der AfD und dem Osten ja gerade treffend erklärt und du hast auch über den Kanzler gesprochen und Lars Klingbeil. Dann müssen wir natürlich noch drei andere Parteien ganz kurz streifen. Die FDP mit 5,2% hat gejubelt und sich wie Sieger gefühlt und dass sie diese 5% geschafft haben, wobei man ja wissen muss, dass bei der Europawahl eben nicht die 5% Hürde gilt, sondern dass ja das nach unten hin eigentlich offen ist. Also FDP sagt, boah, wir sind bestätigt. Die Grünen räumen zwar europamäßig eine Niederlage ein, aber sagen zum Beispiel in Hamburg, wir stoppen den Trend, wir haben den Trend gestoppt und so weiter, obwohl sie dort auch, vorher hatten sie 7 Bezirke, jetzt haben sie noch 3 Bezirke. Das ist natürlich alles Augenwischerei. Es waren wieder Sieger. Und die CDU hat auch gejubelt. Und wo ich sage, ist das denn alles zum Jubeln gewesen? Nein. Nein, ich war ja am Wahlabend auch in Berlin. Ich war im Konrad-Adenauer-Haus. Und dass man sich freut, weißt du, was für die FDP die 5 ist? Hauptsache über 5. So groß ist der Unterschied ja nicht zwischen 4,9 und 5,1. Aber psychologisch sind die 5% ungeheuer wichtig. Ist für die Union 30%. Früher haben wir immer gesagt 40 plus X, jetzt sagen wir 30 plus X, Union ist bescheidener geworden. Aber wenn, das ist nun Tatsache, das ist keine Bewertungsfrage, wenn alle drei Ampelparteien zusammen in etwa so viel Stimmen bekommen haben wie die Union alleine, also bei der Performance der Ampel müsste die Union eigentlich deutlich über 30% liegen. Deswegen wäre meine Bewertung ordentliches Ergebnis, deutlich über dem Ergebnis bei der Bundestagswahl. Darauf können wir aufbauen, aber es ist kein Grund, jetzt jeden Abend Feuerwerk abzubrennen. Ich habe einen Tagesspiegel, ganz spannendes Zitat von Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Vorsitzender und auch Minister, Außenminister und Umweltminister und alles Mögliche gewesen, gelesen, wo ich doch drüber gestolpert bin. Ich darf es mal hier zum Besten geben. Sigmar Gabriel sagt, mit 14%, 13,9 genau, hat niemand unbestritten den Anspruch, die SPD zu führen. Pünktchen, Pünktchen. Die Bevölkerung ist durch mit dieser Regierung. Wenn das von einem alten SPD-Vorsitzenden kommt, Macron hat in Frankreich Neuwahlen ausgerufen. Glaubst du, dass diese Aussage von Gabriel der Aufruf dazu war, doch bitte neu zu wählen? Das glaube ich nicht. Da verhängt Sigmar Gabriel viel zu sehr an seiner Partei. Du hast ja die Ämter aufgeführt, die er hatte. Heute ist er Chef der Atlantikbrücke. Das ist ja so ein alter Haudegen, der hat ja auch mal gesagt, was er gedacht hat, so à la Franz Müntefering. Der haut da auch schon mal gerne einen raus. Oder Wolfgang Clement, Gott hab ihn selig, ich durfte ihn kennenlernen, ein ganz, ganz toller Mann. Peter Strunk und andere. Wolfgang Bosbach auch. Aber ja, ich der war ja eher selten raus in der SPD unterwegs. Ja, aber ja, ja, ja. Er sieht natürlich, und da hat er 100% recht, dass die SPD ihre Kernwählerschaft verrät. Also Sigmar Gabriel hat bei einer Veranstaltung, bei der ich auch war, gesagt, was ist unser politisches Angebot für diejenigen, die Fleisch essen, RTL 2 gucken und Verbrenner fahren? Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde, die Themen, die die SPD in den letzten Jahren bespielt hat, sind nicht die Themen der klassischen Arbeiterklientel. Und man kann sich ja mal die Ergebnisse der SPD im Ruhrgebiet ansehen. Johannes Rau, der hatte da über 50% geholt. Das ist ja weit abgesunken. Und gerade bei den unteren Einkommensschichten hat die SPD ja überdurchschnittlich, Achtung, an die AfD verloren. Und ich glaube, das war eher ein Aufruf, Leute, kümmert euch wieder um die Kernklientel als traditionelle Arbeiterpartei, als der Aufruf zu Neuwahlen. Weil da Sigmar Gabriel weiß, dann wäre die SPD weg. Jedenfalls aus dem Kanzleramt. Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de. Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. We'll be right back.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Ein Maßgenau-Podcast, powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.